Und jetzt zeigt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, was konkret von diesen drei Männern jetzt gesagt wurde. Sie haben ja gesagt, wir sollten Allah mit unseren besten Taten bitten. Und auf jeden Fall haben sie es gesagt, wir müssen Allah mit unseren besten Taten bitten. Wir müssen Tawassul machen. Was heißt denn Tawassul? Allah Ta'ala, er sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. O die glaubwürdigen Allah, Surat Al-Ma'idah. Wabtagu ilayhi al-wasila. Und strebt nach ihm mit einer Wasila. Was ist denn eine Wasila? Was heißt denn auf Arabisch? Was bedeutet ein Wasila? Ein Mittel. Barakallahu fik. Mit einem Mittel. Was ist das für ein Mittel, mit dem ich mich versuchen sollte, Allah zu nähern? Damit sind keine Götzen gemeint. Nein. Damit sind unter anderem gute Taten gemeint. Ich habe eine gute Tat gemacht und nach dieser guten Tat bitte ich Allah und sage, oh Allah, nimm diese gute Tat an und erhöre mein Bittgebet. Und wir hatten ja, als wir über das Dua im Ramadan gesprochen haben, auch erklärt gehabt, warum gerade das Dua eines Fastenden so sehr erhört wird, weil er sich im Zustand der Ibade befindet. Du machst etwas Gutes, also öffnen sich automatisch für dich die Tore des Himmels. Und sie haben gesagt, bittet Allah mit euren besten Taten, auf das Allah Ta'ala unser Bittgebet annimmt. Sie hatten dieses Verständnis gehabt. Sie haben verstanden, wie man Allah Ta'ala richtig bittet. Ich muss auch den Dua erlernen. Wenn ich etwas erlernen muss, dann ist es der Dua. Weil ich bin auf den Dua angewiesen. Aber welche Form von Wasile gibt es denn noch beim Dua? Welche Form von Wasile kennt ihr denn noch beim Dua? Ja, aber eine Wasile, was ist für eine Wasile? Was gibt es noch für Tawassul? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Und Allah besitzt die schönsten Namen. فَدْعُوهُ بِهَا. So bittet ihn mit diesen Namen. Wasile ist eine Form von Tawassul. Und das hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. Er hat Allah Ta'ala immer wieder mit seinen schönsten Namen gebeten. Ja? Wie lautet der Dua von At-Ta'if? Kennt jemand den Dua von At-Ta'if? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vertrieben wurde und seine Beine voller Blut gewesen sind durch die Steine. Ja? Allahumma anta, wie fängt nur der Anfang? Mir fällt gerade das erste Wort nicht ein. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduun malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fa la ubali ma amana anta arhamur rahimin. Also immer wieder, ja, bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Schöpfer mit den schönsten Namen. Ebenfalls eine Form von Tawassul ist, dass ich meine Sünden eingestehe. Wie lautet Sayyidul Istighfar? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ant. O Allah, du bist mein Herr, es gibt keinen Gott außer dir. Khalaqtani wa ana abduk. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Und ich versuche so gut ich kann, an deinem Bund und an deinem Versprechen festzuhalten. وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten, was ich getan habe. Ich gestehe meine Sünde ein. Ich zeige, dass ich schwach bin, dass ich auf ihn angewiesen bin. أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي. Ich gestehe deine Gnade mir gegenüber ein. Und ich gestehe meine Sünde ein. فَغْفِرْ لِي, so vergib mir. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Weil nur du allein kannst die Sünden vergeben. Was ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar als das Dua bezeichnet hat, wo Ismullah al-A'zam drin ist? لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Das Dua von Yunus alaihi salam. Es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen seist du. Ich gehörte zu den Zalimin, zu den Ungerechten. Ich gestehe meine Sünde ein. Also was hilft mir, damit mein Dua erhört wird? Erstens,
Dass ich Allah mit seinen schönsten Namen bitte. Tawassul, das ist eine Form von Tawassul. Zweitens, dass ich versuche, Allah Ta'ala nach guten Taten zu bitten und diese Taten auch noch einmal Allah Ta'ala aufzeige und sage, oh Allah, wenn ich das aufrichtig getan habe, dann nimm von mir an und erhöre mein Bittgebet. Drittens, dass ich meine Sünde eingestehe und meine Schwäche und Bedürftigkeit gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال ربي اني اني مغلوب فانتصر. Er sagte, oh mein Herr, Nuh alayhi salam, ich bin unterdrückt, so führe mich zum Sieg. Immer wieder gestehe deine Abhängigkeit und deine Schwäche gegenüber Allah ein. Und dann sei dir sicher, Allah Ta'ala, er wird dich erhören.